Aber wir werden heute uns ein bisschen weiter darauf konzentrieren und auf den Planeten Venus uns konzentrieren. Viel Spaß dabei. Neue Monarchie, sehr wichtig, steht auf dem Paket. Viper, Level 11. Der Turm ist zu groß, nicht genug Zeit. Jetzt ist wie immer die bekannte Ladekarte, wo man durch die Ziele unten links auswählen kann. Sowie nach neuestem Stand mittlerweile. Unsere neue Freundin hat wohl ganz spezielle Methoden, wenn sie uns so erreicht. Die Nachricht, die sie uns gerade geschickt hat, kam aus den Dschungeln der Venus. Ich bin mal gespannt, wie die Oberfläche von Venus ist. Diese Kolonie wurde vom Ishtar-Kollektiv errichtet. Die Ruinen, die es erforscht hat, waren älter als die Menschheit selbst. Wir dachten, dieses Wissen wäre mit dem Untergang verloren gegangen. Nichts. Mir gefällt es nicht, hergeschleift zu werden, ohne die Umgebung zu kennen. Früher gab es hier einen Hüter-Außenposten. Mal sehen, was es dazu gibt. Okay. Wird dann wohl wieder zu Fuß auf. Lösung ist um einiges nochmal besser als in der Beta, was wirklich auch schwierig zu toppen war. Schauen wir, was die wieder zugute kommen.
Wir sind verbunden. Sparrow verfügbar. Hier steht eine Menge über Kriegsmaschinen namens Vex. Unzerstörbar, gnadenlos und überragend intelligent. Und sie können sich teleportieren. Na, großartig. Früher hatten die Hüter Sensoren, um sie aufzuspüren. Bringen wir sie wieder online. Dschungel. Nehmen wir was anderes. Ja. Von der Stärke her sind sie eigentlich ungefähr gleich. Ja. Okay, hier ist schon wieder diese berüchtigte Kugel. Hey, mein Schiff ist wieder bereit. Hier im Nachbarraum ist eine Kiste. Nein, aber wieder ungewohnt neue Objekte zum Sammeln. Okay. Okay. Diese Sensoren decken mehrere Kilometer ab. Ich sollte die Maschinen jetzt aufspüren können. Los, zu diesen Koordinaten. Finden wir heraus, was sie uns zeigen möchte. Registriere Vex. Wir sind umzingelt. Hier ist es. Was ist das? Das muss ich mir näher ansehen. Der Einstieg eingeschränkt. Der Rostburg. Oh ja. Auf jeden Fall ist man super bereit. Jo. Faszinierend. Ein Konflux nicht-baryonischer Ströme, die wohin führen? Nein, es sind die Vex in Deckung.
Oh je. Aber sind wir hier vor Ort? Sind das für Dinger? Und was kam da aus ihnen raus? Sind noch welche intakt? Gut gekämpft. Du bist hier. Wir haben nicht viel Zeit. Wer bist du? Warum beobachtest du uns? Ich habe keine Zeit zu erklären, warum ich nichts erklären kann. Jawohl, jawohl. Ich weiß. Jawohl, was? Du warst nicht gemein, kleines Licht. Eigentlich bin ich ein Geist. Viele Hüter sind gefallen. Starke Hüter. Doch du hast es hierher geschafft. Ja, ich höre. Sie sind hier. Bei mir. Mit wem spricht sie da? Verstanden. Du brauchst meine Hilfe, Hüter. Hast du uns deswegen hergeführt? Sie führten uns her. Die Vex. So böse, dass sie selbst das Böse hassen. Du bist kein Hüter.
Nein. Ich wurde nicht im Licht geschmiedet. Aber wo unsere Wege sich kreuzen, da könnte es krachen. Sagt dir der Schwarze Garten was? Wir kennen die Legenden. Unsere größte Bedrohung liegt da, wo diese Maschinen geboren werden. Finde den Schwarzen Garten und reiße sein Herz heraus. Nur dann kann der Reisende genesen. Kannst du uns dabei helfen? Mein Weg ist ein anderer. Nein. Wenn wir den Schwarzen Garten finden wollen, brauchen wir die Erwachten. Ah ja, die Erwachten. Weit draußen zwischen Licht und Dunkel. Man sollte sich für eine Seite entscheiden, kleines Licht. Selbst wenn es die falsche ist. Zu spät, ich komme. Wie viele? Position halten, Triebwerk aus und lasst euch nicht finden. Also, wie finden wir die Erwachten? Sie leben draußen am Rande der Dunkelheit. Der letzte Ort, den das Licht erreicht. Können wir nicht hier bei den Killerrobotern bleiben? Nein, kleines Licht. Bitte lass das. Machen wir nächste Mission, oder? Ja. Lass uns überraschen. Er ist ja mal angebracht. Ja, unbedingt. Auf jeden Fall brauchen wir da einen dritten Mann. Eine Truppe. Das wird kein Problem sein. Ja. Wo kommt das alles her? Während des Untergangs flohen alle, die konnten, von der Erde. Bis hierher haben sie es geschafft. Und das war's dann wohl. Der reine Friedhof. Wir haben die Erwachten überlebt. Das weiß niemand. Eindringlinge bei Peilung 127. Ihr seid in Erwachtengebiet eingedrungen. Nennt euer Anliegen, sonst wird das Feuer eröffnet. Sieh nicht mich an. Sag irgendwas. Wir kommen von der Erde. Wir suchen den Rat der Erwachten. Folgt meiner Flugbahn. Jede Abweichung wird als Angriff betrachtet.
Das muss der richtige Ort sein. Warum sind die richtigen Orte immer so beängstigend? Das sind also die Unbefugten, die eine Audienz wollen. Wir wollten nichts Unrechtes tun. Die Königin persönlich entscheidet, wer in ihr Gebiet darf und wer nicht. Ich? Ich finde ja, sie muss sich nicht um alles kümmern, was am Riff angeschwemmt wird. Aber da wären wir. Wir möchten um Hilfe bitten. Gefallene! Es fürchtet die Gefallenen. Es versteht nicht, dass diese hier zu mir gehören. Verzeihung, Eure Hoheit. Ich bin ein Hüter von der Erde. Wir suchen den Schwarzen Garten. Warum? Wir wollen die Dunkelheit in seinem Herzen besiegen. Ihr wollt ein Schlachtfeld aus dem Garten machen. Wie einfallslos. Wisst ihr, wo er ist? Jeder weiß, wo er ist. Die Frage ist, wie kommt man rein? Könnt ihr uns helfen? Und warum sollten wir das tun? Die Königin ersucht ihren Bruder um Rat. Euch einen Schlüssel. Toll, was? Bringt uns den Kopf eines Vextor-Lords. Ein Torlord? Warum wollt ihr einen Vex-Kopf? Oh, wir nicht. Und wir bekommen wohl auch keinen. Aber nur so kommt ihr in den Schwarzen Garten. Wir kommen wieder. Oder sterbt auf der Venus. Egal. Wieder kompliziert an. Ja. Ja. Ich schau auch mal mit. Archiv oder? Ishtar-Kollektiv. Die Geheimnisse der Vex, indem du eine alte Forschung reaktivierst. Das verlorene Archiv des Kollektivs, das seit Jahrhunderten besiedelt in einer Kammer. Okay. Ja.
Das hier kam gerade über einen sicheren Kanal vom Kryptarchen rein. Das Ishtar-Kollektiv umfasst die größten Denker des goldenen Zeitalters. Ihr Archiv ist ein Wissensschatz, den die Gefallenen niemals in die Finger bekommen dürfen. Sichere das Archiv, dann stehen die Kryptarchen in deiner Schuld. Das Archiv ist unter dem Geröll der Akademie vergraben. Es wird nicht lange dauern, bis die Gefallenen alles abgetragen haben. Wir sollten es finden, bevor sie uns zuvorkommen. Ich? Okay. Schauen wir mal auf unsere Bombe.
Punkte einsammeln. Das stürzt uns mal auf die Gegner. Na toll. Die Gefallenen haben bereits Fuß gefasst. Oh no. Ja, dann mal wieder los. Na toll. Die Gefallenen haben bereits Fuß gefasst. Mein Schiff ist auch wieder bereit, also wenn es geht, ist es schon. Hüter ist gefallen. Das Archiv. Die verlorenen Geheimnisse des goldenen Zeitalters. Seit Jahrhunderten unberührt. Die wollten hier echt keine Besucher. Eine Radial-A-Verschlüsselung. Kein Problem für mich. Bitte nach dir. Das
jetzt auf jeden Fall in den Keller. Unglaublich. Das Archiv hat teilweise noch Energie. Willkommen, Dr. Shim. Bitte Sicherheitsfreigabecode eingeben. Dr. Shim? Egal. Sehen wir uns das Terminal da vorne an. Dieser Ort ist erstaunlich. Er ist größer als die Archive in Alt-Akra. Dr. Shim, soll ich die Vex-Geisteskernanalysen korrelieren? Wie höflich. Mal sehen, was Sie haben. Dr. Shim, eine Sicherheitsverletzung. Es gibt Eindringlinge. Protokoll 19. Gefallen. Sie müssen uns verfolgt haben. Im Remote Hub. Routing unterbrochen. Da muss ein Servitor sein, der von der Energie zehrt. Chaos, aber ich erledige das. Großartig. Sie greifen schon wieder an. Yeah.
gleich wieder zusammengesetzt. Es sind immer noch Gefallene hier. Zurück zum Archiv. Ja. Dieses Archiv ist erstaunlich. Wege in andere Galaxien und Karten von einer Vex-Unterwelt namens Gläserne Kammer. Hoffentlich kann der Kryptarch etwas damit anfangen. Ich gebe ihm Bescheid. Raketenwerfer und Einschuss. Kann man leider nicht beschleunigen. Wahrscheinlich unsere Upgrades und zum Kryptar. Ja. Nee.
Ja, bis zum Mars war es schon sehr lang. Aber jetzt zieht sich auch schon mal ordentlich hin. Handschuhe nehmen. Ich werde einen Helm nehmen. Hallo. Oder soll ich Handschuhe nehmen? Du brauchst bessere Ausrüstung, Hüter. Viel besser, als es den Anschein hat. Hätte ich mir also gedacht. Was hast du gesehen? Ich würde zu gerne mitkommen. Das ist Glaubgewehr. Hast du dich das abgeholt? Oder bekommen? Hast du das bekommen, das Gewehr? Okay.
Studierst du das Verhalten der Jäger, Warlock? C30G ist in der Stadt verschwunden und wir sind bereits unterbesetzt. Kann die Routen nicht anpassen. Positionsgewehr. So. Das war unser erstes Video. Spiel Destiny. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wünsche, Anregungen, Verbesserungen könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Oder ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Und bis zum nächsten Mal, euer Fu Luxu.